Ich brauche ja auch noch welche für zukünftige Meltdowns. Movement 4, ach du Scheiße. Es wird immer größer. Diese Abnormality bringt die Energie komplett auf Null. Und damit herzlich willkommen zurück zu Lobotomy Corporation. Wir starten mal direkt rein in unser Playthrough. Ja, Tag 23. Wir haben immer noch die Aufgaben der Core Suppression von 3 von unseren Teams. Ich weiß gar nicht, das Information Team... War das eigentlich schon immer grau oder ist das jetzt ausgegraut, weil die Core Suppression nicht zur Verfügung steht? Hier stehen aber auch Department Functions, sehe ich gerade mal. Und hier kann man auch die Clerk Benefits und Service Benefits nachlesen. So viel zum Thema, das gibt das Spiel nicht her. Ich gucke nur nicht genau wohin. Aber das macht nichts. Ja, ich hätte ja eigentlich gesagt, wir könnten nochmal eine Core Suppression angehen, jetzt wo wir gelernt haben, mit unserem Magical Girl hier ein bisschen umzugehen, was zwar ein bisschen komplizierter ist, aber... Ich wüsste schon, wie es funktioniert, einigermaßen. Aber das andere Problem ist, wir haben jetzt 2 neue Abnormalities, über die wir auch nicht viel wissen. Um nicht zu sagen, gar nichts. Und, ja, ich sag ja, ich glaube, die Core Suppressions können wir erst bei einem nächsten Playthrough angehen, wenn wir nicht so viele Teams haben. Also zumindest das Central Command Team nicht. Aber ja. Das heißt, wir müssen neue Leute anstellen und die gegebenenfalls etwas aufleveln. Weil ich glaube, wir haben nicht mehr genug für hier unten. Brooke, der kann auf jeden Fall mal mit ins Safety Team. Dann können wir Julian hier runter ins Information Team stecken. Und vielleicht auch noch Charlotte und Christopher. So, und jetzt gucken wir mal, welches Level haben die denn? Ich glaube, Georgia kann wirklich nach unten hier rein. Dia allerdings... Dia ist eigentlich auch ein guter Kandidat fürs Safety Team. Obwohl, Fortitude Level 3 brauchten die dann, nevermind. Weiß ich nicht, wie sieht's denn mit denen hier aus? Sind die höher gelevelt? Victor ist Level 5 in allem, der kann auf jeden Fall runter und stecken wir Dia ins Training Team. Und es wäre noch schön, wenn wir noch einen unten fürs Central Command Team hätten. Es könnte gegebenenfalls... Ja, wahrscheinlich Mika. Mika wird das sein. Und dann stecken wir Anthony... ...mal hier rüber. Oder vielleicht einen von den anderen. Es ist schwierig, schwierig. Vielleicht stecken wir Charlotte mal hier rüber. Und dann brauchen wir, naja, 4 Employees, würde ich einfach mal behaupten. Und ich glaube, die machen wir mindestens auf Level 3 in allem. Wie viele Punkte würde uns das kosten pro Employee? Das Level braucht nicht. Das wären 10 pro. Und Temperance braucht eigentlich auch nur auf Level 2. Das ist dann, glaube ich, ganz in Ordnung. Dann haben wir 8 Punkte. Dann machen wir das mal so. Weil Temperance kann man auch gut so leveln, wenn man Fortitude und Prudence hat. Dafür haben wir genug Abnormalities. Nein, ich möchte sie nicht customizen. Meine Güte. Ich lerne es auch nie. So, da haben wir dann 4 Employees. Die müssen wir noch ausstatten. Die packen wir erstmal in die Teams. Und dann schauen wir mal, was wir noch so haben. Können wir noch irgendetwas an Ausrüstung machen? Eventuell von der Wespe zum Beispiel können wir zumindestens... Wir machen mal eine Ausrüstung, die das andere kann warten. Hier können wir auch die Ausrüstung machen, die auf jeden Fall einer aus dem... Ja, wer bekommt die? Ich glaube, da wäre es tatsächlich besser, wenn sie einer aus dem Safety-Team bekommt, der das Blackbird dann gegebenenfalls tanken kann. Ja, wobei ich achte eher irgendwie nie so wirklich auf Tanks, ne? Schwierig zu sagen, aber wir gucken erstmal. Ich glaube, ansonsten kommen wir so langsam auch an einem Punkt, wo wir zu viele Employees für zu wenig Ausrüstung haben, weil die Abnormalities einfach nicht genug Ausrüstung hergeben, teilweise. Das Punishing Bird. Ich weiß halt gerade nicht, ob wir mehr Waffen oder mehr Ausrüstung brauchen. Da warten wir vielleicht auch mal lieber drauf. Ich glaube, bei Letizia können wir tatsächlich alles machen. Das ist kein Problem. Und ja, beim Punishing Bird können wir nur eins machen, deswegen warten wir mal lieber da, was uns eventuell fehlt. Rüsten wir die doch erstmal mit Waffen aus. Ich glaube, so ganz drauf zu achten, was sie da bekommen, brauchen wir nicht, weil die sind jetzt auch schon ein bisschen gelevelt.
Das heißt, theoretisch geht alles. So, jetzt sind sie alle ausgerüstet. Christopher fehlt natürlich noch die Waffe, aber der kümmert sich ja noch um den Gecko. Der soll ja auch keine Waffe haben, dass wir die nicht verlieren. Und wenn, könnte er sowieso nur eine einfache bekommen. Ja, eigentlich könnten wir mal ihm die vom Totenschädel geben, ne? Die hier einfach. Die ist zumindest ein bisschen besser und wenn er die verliert, ist es im Endeffekt auch egal. Gut, und ansonsten sind wir hier ganz gut bei. Dann würde ich einfach mal sagen, Beginn Management Tag 23. Und was haben wir hier unten denn? Ja, hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, habe ich vermutet, es ist dieses komische Ding, das ein Konzert gegeben hat. Und hier haben wir etwas Neues. Ein Haufen Beine. Das Problem bei den beiden ist, also anhand der Kosten von den Sachen hier, ist es sehr wahrscheinlich, dass alle beide Aleph Abnormalities sind. Das heißt, damit ist sehr schwierig umzugehen. Und ich habe keine Ahnung, was man da machen muss. Ja, was könnte man bei jemandem machen, der Musik mag? Vielleicht Insight? Und da schicken wir dann am besten mal Frank rein. Und hier schicken wir... Ich habe keine Ahnung, was das Ding ist. Was macht man mit einem Haufen Beine? Ich weiß es wirklich nicht. Da gehen wir einfach mal durch. Instinkt. Vielleicht... Ja, komm. Victor, du schaffst das. Ich hätte Asuka hier vielleicht nicht nach unten backen sollen, weil sie ja für Letizia verantwortlich ist. Wobei... Man kann sie eigentlich im Moment auch ignorieren, nur Asuka darf halt sowieso nirgendwo anders rein. Ja, und wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir vorne Meltdown Leute töten. Das heißt, ich werde wahrscheinlich jemanden hier zum Mörder reinschicken. Mit Repression. Und dann soll der einfach ausbrechen. Irgendjemand, der es auch ab kann. Vielleicht einfach mal... Ja, komm. Julian, du schaffst das und kannst gegebenenfalls sogar ein bisschen Repression leveln. Minimal, aber immerhin. Ja, und die Leute, die es noch nicht so hoch haben, können im Endeffekt Attachment leveln. Hier und Christopher hier kann vielleicht sogar eher Insight leveln. Er hat es ja auch erst auf Level 2. Ja, und Repression müssen einige leveln. Samuel muss auch noch Instinct leveln. Ich weiß gar nicht, wo sie das machen soll. Vielleicht einfach erstmal hier. Ja. Aber ich muss nur gucken, dass jetzt nicht der Meltdown zu hoch geht. Es gehen noch 5 Leute rein. Das müsste genau passen. Wenn ich nichts übersehen habe. Ja doch, das sieht gut aus. Hier unten wird sowieso spannend. Hier Insight scheint sehr gut zu funktionieren. Verhältnismäßig. Und hier Instinct scheint kommen zu sein. Also wir haben hier auf jeden Fall ein gutes Ergebnis bei Insight gehabt. Das ist schon mal sehr gut. Und hier drüben Instinct. Es macht auf jeden Fall weißen Schaden. Ich glaube, er hat auch weißen Schaden gemacht, oder? Sieht man das gerade noch? Ich glaube, du wurdest schon geheilt, Frank, oder? Ja. Ich meine, aber er hat auch weißen Schaden gemacht. Aber Instinct scheint auch in Ordnung zu sein. Naja, es ist kein gutes Ergebnis, aber... Ich glaube, bei diesen Aleph-Schwierigkeiten... würde ich einfach schon mal gucken, was bei denen gut ist. Also wir haben gesehen, Instinct läuft ja ganz gut. Insight wäre kommen und auf keinen Fall Attachment. Und hier können wir auch mal gucken. Da haben wir auch gesehen, Insight lief gut. Gucken wir uns mal Instinct und Attachment ist nicht so gut. Also ja, bleiben wir wahrscheinlich erstmal dabei. Aber ich werde hier niemanden reinschicken, bevor der, ja, Cliff of Overload nicht weg ist. Das heißt, immer nur 1 pro Meltdown. Der Mörder ist nicht ausgebrochen, das ist Kacke. Mit sowas kann man ja nicht rechnen. Okay, dann müssen wir Folgendes machen. Dann schicken wir Frank mit einem Attachment hier zum Magical Girl. Und hier schicken wir einfach mal
Marianne schon mal in den Raum. Und wenn hier ein hohes Oh fuck, damit habe ich nicht gerechnet. Ja gut. Dann hat sich das Ganze vielleicht sowieso schon erledigt. Es sei denn, Frank macht eine sehr, sehr gute Arbeit. Was er, glaube ich... Frank, komm schon. Frank? Nee. Ich hab's gejinxt. Fuck. Ich weiß nicht genau, wo sie sich immer hin teleportiert, aber... Wir schicken auf jeden Fall mal das Control-Team hier rüber. Ich weiß nicht, ob sie sich nur in Haupträume teleportiert. Wir haben hier unten einen Meltdown, das kann irgendwer einfach mal benutzen. Oh Gott, wir haben hier unten einen Meltdown. Und das ist jetzt viel zu spät. Hier unten können wir nichts mehr machen, aber gegebenenfalls... Ich war jetzt zu sehr auf das Magical Girl fokussiert. Ist ein bisschen doof. Also hier schafft es, glaube ich, sowieso keiner mehr hin. Wir können es mal probieren. Ja, Mika. Wobei sie das macht weißen Schaden, ne? Was für ein Cleavers-Counter hat Letizia? Gar keinen. Müssen wir eventuell gleich auch suppressen. Zucker, geh du da rein mit dem Instinkt. Okay, es wird nach da geschossen. Gustafsson. Einmal hier rüber. Dia. Ich möchte Dia gerne auswählen. Habe ich Dia ausgewählt? Ich weiß es nicht. Es ist doof, weil... Wie kriege ich Dia ausgewählt? Dia, mach mal hier drüben Inside. Und kommt noch wer von hier drüben? Ja, ihr beide. Dann lasst das mal kurz, weil hier kommt gleich ein Laser rübergeschossen. Und Eugene ist wahrscheinlich richtig am Arsch. Ich glaube, Eugene wird einfach sterben, weil ich habe den in der Maschine vergessen. Na, wobei, nee, er hat gar nicht so viel Schaden bekommen. Aber Eugene... Geh einfach ganz schnell wieder zurück. Das lief schon mal ganz gut. Und, ja, wir haben jetzt eine LF-Abnormality, die ausbricht, was nicht so gut ist. Die sich aus irgendeinem Grund im Information-Team manifestiert hat. Egal, gucken wir uns gleich an. Was ist das überhaupt für ein Ding? Das Ding ist jetzt hier oben. Ja gut, jetzt drehen die wahrscheinlich auch alle durch. Big Bird ist ausgebrochen. Ja, ich glaube, den Tag können wir neu starten. Das ist mir ein bisschen zu overwhelming. Dann tauschen wir auch direkt mal Asuka mit Victor einfach aus. Und ich glaube aber, die Rüstung von Asuka kann wahrscheinlich Mika am besten anziehen, dass die sich dann um diese eine Abnormality da kümmern kann. Obwohl, was hat Mika denn für Werte? Die hat Attachment nicht ganz so hoch und Georgia hat aber Instinct nicht so hoch. Ja, dann wird sich Georgia vielleicht... Dann kriegt Georgia vielleicht eher die Rüstung. Und Georgia wird sich dann um unseren Dirigenten da kümmern, während Victor sich dann um diese Beine kümmert. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Das heißt, Georgia bekommt die Rüstung vom Baby, von Asuka. Und Asuka... Ja, weiß ich nicht, was für eine Rüstung du bekommen kannst. Einfach die hier vielleicht. Ganz gutes Mittelding. Beginn-Management. So, jetzt das Ganze nochmal. Repression bei Murder. Es ist doch so low. Es ist very low bei denen hier sogar. Das heißt, wir schicken da einfach jetzt Justin rein. Und bitte mach keinen guten Job. Der soll ja ausbrechen. Ich weiß nicht, wie man ihn sonst zum Ausbrechen bekommt. Ich weiß auch nicht, was eine gute Alternative wäre. Weil ich glaube, ansonsten... Da wäre jetzt zum Beispiel sowas wie die Scarecrow ganz gut gewesen. Bei der man halt einfach... Ja, bei der kann man ja wirklich forcen, sie auszubrechen zu lassen. Ja, wir brauchen unbedingt die Execution Bullets. Ich habe nur keine Ahnung, wie wir die bekommen. Ansonsten, Victor macht hier ein Insight. Nee, oder? Nee. Georgia macht hier ein Insight und Victor macht hier ein Instinct.
Ich darf nicht mehr, am besten erstmal nicht mehr als 8 Abnormalities auswählen. Dann machen wir hier noch ein Insight von Julian oder Christopher. Ja, macht mal Christopher. Und beim Schaf haben wir ein Attachment. Und Quinn. Jetzt haben wir 5 Stück, 3 Stück noch. Hier unten können wir ein Insight von Charlotte machen. Dann hier oben eine Repression von, ich weiß nicht von wem. Marinelle kann das einfach mal machen. Und hier unten ein Instinct von Samuel. Jetzt haben wir 8, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja. Sehr gut, dann können wir gegebenenfalls noch zum Magical Girl, falls der Mörder doch nicht ausbricht und Leute umbringt. Beim Orchester läuft jetzt das auch nicht mehr so gut. Also bei beiden läuft das nicht mehr so gut. Inside scheint hier trotzdem sehr gut zu sein. Aber ich glaube, Victor dreht fast durch. Warte mal. Haben wir hier unten irgendwen mit weißem Schaden? Du hast weißen Schaden, ne? Dann bleib du am besten mal hier. Weil eventuell musst du Victor beruhigen. Okay, er hat's geschafft. Dann kannst du auch zurück. Das war aber sehr knapp. Der Mörder ist ausgebrochen, das ist sehr gut. Da müssen wir jetzt warten, bis der 3 Leute umgebracht hat. Da haben wir schon mal Nummer 1. Da ist Nummer 2 und Nummer 3. Und sobald beide tot sind, kann sich das Safety-Team um mich kümmern. Safety-Team. Schnappt ihn euch und du kriegst ein rotes Schutzschild, weil... Ich will nicht unnötig viele Mitarbeiter verlieren. 3 Stück reichen, ja. Ich brauche ja auch noch welche für zukünftige Meltdowns. Dann könnten wir aber eigentlich trotzdem sagen, ein Attachment von Frank bei dem Magical Girl. Weil dann kriegen wir noch ein paar Punkte. Und jetzt muss er ja kein gutes Ergebnis unbedingt erzielen, solange er kein schlechtes erzielt. Aber ich glaube, das ist fast unmöglich. Außerdem, da die Wahrscheinlichkeit jetzt nicht verringert ist, wird er wahrscheinlich ein gutes erzielen. So kann man das halt auch ein bisschen austricksen. Also wenn ich jetzt ab dem Zeitpunkt zum Beispiel irgendwen irgendwo reinschicke, könnte man sie wahrscheinlich auch beruhigen. Aber da ja 3 Employees gestorben sind, brauchen wir das gar nicht. Und das war sogar ein perfektes Ergebnis. Aber das war hier bei dem Mörder auch schon ziemlich knapp, weil... Ja, hätte er einen Punkt mehr erreicht, wäre es immer noch schlecht gewesen. Aber bei 2 Punkte mehr wäre es schon... wäre er wieder nicht ausgebrochen. Schwierig. Na ja, gut, schicken wir Christopher hier nochmal mit einem Insight rein. Dann kommt erstmal ein Meltdown und dann geht das gleiche Spiel von vorne los. So, dann kann sich Samuel hier erstmal das Herzchen holen. Asuka kann zu Letizia. Und irgendwer muss hier zu dem Kreuz, was Frank benutzen kann. Wie lange muss der da nochmal beten? Ich glaube 30 Sekunden, ne? Oder 20? Ja, 20 Sekunden. Ja, Frank, geh einfach mal hin. Dann schicken wir schon mal irgendwen mit very low Ergebnis da zum Mörder. Das könnte Anthony übernehmen. Muss nur gucken, dass er ausbricht. Ja, und ich weiß nicht, ob wir Leute hier runter wieder zum Orchester schicken sollten. Wir können ja hier nochmal gucken, wie Repression aussieht. Es ist common. Ich habe leider die anderen beiden schon vergessen. Ich weiß, glaube ich, eins von beiden war very low, also. So, Frank, das sollte auch schon reichen. Jetzt mehr als 20 Sekunden. Ja, bei dem Ding gucken wir mal. Ich weiß halt nicht, ob Guidelines sinnvoll wären. Schauen wir uns einfach mal die ersten beiden Guidelines an. When the work result was good, the Clifford Counter lowered. Bei einem guten Ergebnis? Und genauso bei einem schlechten Ergebnis. When the work result was bad, the Clifford Counter lowered. Aber what the fuck? Das heißt, man will da ein mittleres Ergebnis erzielen. Das ist wahrscheinlich so nach dem Thema, das Ding darf nicht in Euphorie versetzt werden. Irgendwie kacke. Das sieht sehr gut aus. Der Mörder wird auf jeden Fall ausbrechen. Behalten wir den mal kurz im Blick. Das ist schon mal der erste Employee, der gleich sterben wird. Das ist der zweite. Und da kommt ein dritter. Der ist ja optimal. 1. Jetzt stehen die alle ineinander. Man sieht ja, wenn sie umkippen. Zwei. Drei. Vier. War da nicht 4 drin? Egal. Safety Team, schnappt ihn euch mal.
Wir haben den sogar schon zur Hälfte down gebürstet. Flurks machen gute Arbeit. Dann kann Frank auch mal mit dem Attachment hier rüber. Und ja, keine Ahnung. Wir machen trotzdem einfach mal einen Insight von Mika. Ne, von Georgia. Und hier machen wir einfach mal wieder einen. Ich habe keine Ahnung mehr, was da vorher gut war. Aber Instinkt lief ja einmal zumindest ganz gut. Von Victor. Also wir wollen bei unserem Dirigent ein mittleres Ergebnis. Und das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich weiß nur leider nicht, wie genau ein mittleres Ergebnis aussieht. Wie viele Punkte man maximal haben darf. Das war auch gut. Ich weiß auch nicht, was für ein Cleave-Off-Counter der hat. Anscheinend kein Huhn. Das war anscheinend einer von zwei. Ja. Guck mal morgen auf. Steht da so schon so ein halb durchgedrehter Typ mit der Pistole. Ist das herrlich. Ich meine, der ist immerhin unten im Central Command Team. Aber ich weiß, dass der verdammt viel Schaden macht. Und ich kann hier kaum was steuern. Wo sind meine Tasten, um das Team zu wechseln? Dieser scheiß Vorhang geht auch nicht weg. Okay, Leute, wir müssen das manuell machen. Ich sehe nämlich sonst nichts. Victor? Du gehst am besten hier rüber, weil ich weiß nicht, in welchem Radius das Schaden macht. Movement 1. Ja, Mika, wie wär's, wenn du da drauf haust? Wäre schon sehr hilfreich. Wie sieht's denn um Big Bird aus? Ich glaube, da muss mal ein Attachment gemacht werden. Isabel, geh da einfach mal hoch. Es macht so verdammt viel Schaden. Wir brauchen ein wenig weißen Schutz. Warte mal. Ich glaube, das sind tatsächlich alle, die da in dem Ring stehen, kriegen den Schaden. Dann, okay, dann machen das doch einfach mal nur die Sniper. Weil hier Gregory und Frank haben überhaupt keinen Schaden bekommen. Ich weiß nur nicht, wie das bei den nächsten Movements aussieht. Movement 2. Ja, es wird größer. Movement 3. Gregory, du solltest überlegen, auch da rauszugehen. Und ich weiß nicht, ob ihr hier oben Schaden bekommt. Deswegen geht einfach mal am besten ganz weg. Oder hier rüber. Frank ist jetzt zwar auch im Rahmen, aber... Movement 4, ach du Scheiße. Es wird immer größer. Das irgendwann die ganze Map beinhaltet. Ja, vielleicht solltet ihr immer alle hoch ins Control-Team gehen. Zum Glück ist weit von diesem Ding weg. Ich weiß noch nicht, ob ihr es dahin schafft, aber ich gebe euch mal noch ein weißes Schutzschild. Falls da Damage kommt. Also vor allen Dingen Mika. Ihr schafft das schon. Frank steht immer noch da und schießt. Okay. Das war ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Wir hätten die niemals suppressen können, aber es war völlig in Ordnung. Wir haben nur richtig viel Energie verloren. Holy moly. Aber es ist niemand gestorben oder durchgedreht, was sehr gut ist. Also okay, das Orchester scheint nicht so schlimm. Also es kommt natürlich immer darauf an, wo es rauskommt. Und das einzige wirkliche Problem scheint zu sein, dass es verdammt viel Energie abzieht. Suppressen kann man es nicht wirklich. Aber das ist halt auch so eine Frage, wie schlimm das überhaupt ist. Ich meine, klar, je länger der Tag dauert, desto wahrscheinlicher wird
ist, dass das in Meltdown geht. Und wenn das halt durchgängig sein Konzert gibt, werden wir niemals den Tag abschließen können. Und dann werden auf die Dauer wahrscheinlich andere Abnormalities noch Probleme machen. Hier oben zum Beispiel, das Big Bird braucht jetzt auch schon wieder eine Beruhigung, weil so viele Employees gestorben sind. Was auch ein bisschen doof ist, weil... Haben wir überhaupt noch Clerks oder sind die alle verreckt? Ne, wir haben noch welche. Okay, das ist sehr gut. Weil ansonsten wird uns nämlich das Magical Girl auch Probleme machen. Das ist ein bisschen doofe Kombination. Aber naja. Was will man machen? Schnappt euch jetzt erstmal die Cheers of the Beginning. Oder for the Beginning. Wo haben wir sie denn? Die haben 3 Stück hier. Ehrlich. Dann Information Team. Schnappt euch mal das hier. Training Team. Schnappt euch das hier. Ihr seid hier direkt daneben an. Control Team sollte... Also ist es down. Die sollten das eigentlich alle geregelt bekommen. Und hier unten kann sich das Safety-Team drum kümmern. Ich weiß gerade nicht, wie viele Clerks hier gestorben sind dadurch. Das ist ein bisschen problematisch. Ja, keine Ahnung, wie viele Guidelines hat das Ding? Das hier hat auch viel zu viele. Und hier bei ihm gucke ich einfach mal... Instinct Work is very low. Das heißt, man sollte hier wahrscheinlich eher Attachment machen. Probier das dann einfach mal. Georgia. Und hier bleiben wir bei Instinct. Wenn das ausbricht, habe ich auch keine Ahnung, was man da machen muss. Ich weiß jetzt halt nicht, ob wir den Mörder trotzdem ausbrechen sollten lassen. Weil ich glaube, es... Also hier liegen ja 2 Tote. Ist hier irgendwas anderes noch passiert? Ich glaube nicht. Das heißt, wir haben mindestens 2 Tote. Das heißt, wir sollten den Mörder ausbrechen lassen. Aber wir brauchen nur einen sterben lassen. Das heißt, Anthony macht das doch nochmal. Attachment läuft hier unten irgendwie auch ein bisschen zu gut. Das sieht schon besser aus. Samuel ist dead. Warum? Ach, man darf ja keinen mit Instinct Level 1 da hin schicken. Ja, scheiß drauf. Ich möchte den Tag nicht neu starten, deswegen. Der Mörder bricht aus, das ist sehr gut. Schon wieder eine plus 20 hier, das ist kacke. Aber ich kann ja nicht Very Loader reinschicken, dann kriege ich ein Bad-Ergebnis. Safety-Team, sobald der eine umkippt. Kümmert euch da drum. Und ihr kriegt mal rote Schutzschilder hier. Brauchen wir noch ein paar Clerks. So, jetzt sollte unsere Madame Magical Girl hier auch zufriedengestellt sein. Können wir Frank da nochmal mit dem Attachment reinschicken. Und hier muss ich jetzt nochmal gucken. Repression vielleicht? Repression ist auf hohem Level eine Option. Ja. Ja, hohes Repression Level mit hohem Attachment Level sollte ungefähr kommen Ergebnis sein. Und hier, keine Ahnung, ob ich die Guidelines angehen sollte. Vielleicht mal. Wir kriegen ja zumindest schon mal 5 Stück von 6. Und dann lesen wir die doch einfach schon mal durch. Agents with Temperance Level 3 or lower immediately threw themselves into O0393 upon encountering the abnormality. Ja gut, würde ich aber eh nicht in der LF Abnormality reinschicken, also ja. When an agent with Prudence Level 4 or lower completed their work, the Clifford Counter lowered. Okay. Das heißt, Prudence auf jeden Fall Level 5. When more than 60 seconds of work time had taken place, the Cleaver's counter lowered by 1 and the agent who was working with O0393 threw herself in. Scheint nicht zu passieren bei Attachment Level 5 und ja. Employees with Temperance Level 2 or Prudence Level 3 or lower were sucked in as soon as they encountered the escaping abnormality. Escaping. Okay. While O0393 is outside of its containment, all sounds will be reduced to silence with a low pitch tone emerging. The pitch will accompany a visual disruptive effect. Das hilft mir leider überhaupt nicht. Aber Frank, du bist gerade en route, aber tatsächlich ist das nur common. Ja gut, wahrscheinlich, weil wir noch nicht genug hier herausgefunden haben, um die Work Success Rate zu erhöhen. Ein paar Punkte brauchen wir noch.
Und hier sollte Repression funktionieren. Repression ist nämlich Common. Attachment wäre hier High. Und das ist das Problem. Das könnte zum Beispiel Gregory mal übernehmen mit dem Common-Ergebnis. Ist das wunderbar. Punishing Bird haut ab, das ist aber egal. Wir haben ein paar Meltdowns. Da müssen wir mal gucken. Hier müsste eigentlich Christopher hin, der ist aber gerade am Arbeiten. Ja, dann kann Anthony da hin, der hat eh nur so eine komische Pistole. Hier brauchen wir einen Instinkt. Ach, dieses Atmen. Das kann Gustafsson machen, der sollte das locker schaffen. Hier oben brauchen wir einen Instinkt von... Ja, ist eigentlich egal, wer das macht. Kann mal Charlotte machen. Hier unten brauchen wir einen Insight. Kann sich die ja drum kümmern und hier kann Eugene rein. Dürfen wir nur nicht vergessen. Und hier kann... Ich weiß nicht, das zählt ja auch als Abnormality, da kann Asuka da nicht rein, aber von mir aus Georgia. Das ist ja auch egal. Jetzt haben wir hier unten ein Bad-Ergebnis. Was ein Scheiß. Na komm, das waren ja 20 Sekunden. Komm da raus. Jetzt bricht es wahrscheinlich wieder aus, ne? Ja, natürlich. Sehen wir schon irgendwo, wo es hin ist? Nein. Aber es wird ja in irgendeiner Main Hall sein. Das heißt, Control-Team geht auf jeden Fall schon mal hier rüber. Und seid ihr am Arsch, wenn das bei euch da auftaucht. Es ist schon wieder hier unten, das ist sehr gut. Das heißt, wir können einfach alle von hier unten hochschicken. Und dann sollte hoffentlich nichts passieren. Und ich weiß, dass wir gerade 282 Punkte hatten. Vielleicht sogar jetzt ein bisschen mehr, weil noch irgendwas abgeschlossen worden ist. Aber keine Ahnung, wir ignorieren das Ding einfach mal komplett. Und schauen einfach mal, was es dann gibt. Ich meine, viel können wir ja eh nicht machen. Hier oben kann schon mal wer zum Big Bird wieder hin. Das ist ein wunderbarer Ton hier gerade. Das Punishing Bird fliegt da durch die Gegend. Freut sich der Musik. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben 17 Punkte. Diese Abnormality bringt die Energie komplett auf Null. Die 17 Punkte haben wir nämlich vom Big Bird danach. Es ist herrlich. Aber ich weiß nicht, wie wir die rechtzeitig suppressen können mit Leuten, die das auch aushalten. Vielleicht sollten wir das da unten jetzt erstmal ignorieren, weil wir haben ja jetzt einiges darüber herausgefunden. Wir können auch noch das hier herausfinden. Insight ist immerhin auf Level 4 und Level 3 low. Könnte man sich auch gleich mal angucken. Und wir können noch die Guideline Nummer 3 holen. The music that is played by T0131 when it escapes consists of four movements. As the piece progresses, the employees listening will suffer white damage. Meanwhile, the size of the audible area of the music expands. Ja, da könnten wir halt nur Frank hinschicken, weil der da ordentlich snipen kann. Gregory hat zwar auch einen Sniper, aber das geht nicht so weit. Und der hält halt auch nicht so viel aus. Ich kann ja einfach mal gucken, Insight ist eigentlich bei denen hier allen common. Und Repression ist halt eigentlich auch common. Ja, I don't know. Das ist ein bisschen schwierig bei dem Ding. Und hier drüben weiß ich sowieso überhaupt nichts. Hier habe ich bisher auch nichts herausgefunden, wie man mit dem Ding umgeht, weil... Ja gut, ich meine, Frank hat ein hohes Ergebnis bei Repression. Vielleicht sollten wir einfach mal Frank da reinschicken. Frank macht das doch einfach mal. Ich weiß jetzt nicht, ob drei Leute gestorben sind für sie, aber wir machen einfach mal den Trick mit, den ich gerade genannt habe. Wir schicken Frank da vorher rein und schicken dann wen anders rein beim Meltdown. Ich glaube, das ist ganz sinnig. Das Big Bird hat einen vollen Clifford-Counter, da brauchen wir uns also keine Gedanken drum machen. Das das Control-Team kann mal wieder zurück. Und ansonsten, keine Ahnung, schicken die Leute einfach weiter zum Leveln irgendwo hin. Und ich kann mir vorstellen, dass die letzte Guideline bei unserem Dirigenten hier ist. Ja, wenn es das Stück vollendet, ist alle Energie verloren oder sowas. Das sehe ich halt schon selber. Dafür brauche ich das Ding nicht. Ja, wir müssen irgendwie gucken, dass wir die Energie voll machen.
Ach super, geh mal zu Letizia. Was macht Frank hier unten so für eine Arbeit? Ja, also gut ist es nicht dafür, dass das eigentlich high ist. Das ist eher common, aber gut. I don't know. Wenn wir hier mal uns noch die letzte Guideline angucken, dann kriegen wir ein bisschen mehr Work Success Rate. While 00393 is outside of its containment, all panicking employees in the facility will be sucked into the center of the abnormality and vanish. Super. Und wie läuft so Inside Work ab? Ist auch common. Gibt es überhaupt irgendetwas, was nicht common ist? Ich meine aber, da steht irgendwie nichts zum bezüglich des Cleavoff-Counters. Das heißt, solange wir hier kein schlechtes Ergebnis erzielen, passiert da wahrscheinlich nichts. Eigentlich steht hier nicht mal irgendwas bezüglich eines schlechten Ergebnisses. But I don't know. So, jetzt müssen wir Frank hier rüber zu dem Magical Girl schicken und dann, wenn er ein hohes Ergebnis hat, jemanden woanders hin. Und ich glaube, da schicke ich am besten Isabel zur Wespe rein. Weil wir brauchen ja auch viele Punkte. So, da wurde sie nämlich sofort geheilt. Das war perfekt. Können wir aber gegebenenfalls nicht nochmal machen, weil... Aber, ja, müssen wir mal gucken. Nächstes Mal kommen die Obelisken. Das heißt, wir müssen nur noch 3 Leute töten und die Obelisken werden dann hoffentlich auch nochmal 3 töten. Frank kann eigentlich mal kurz hier zum Dings rein. Was ist noch alles im Meltdown? Das Punishing Bird. Da kann Gregory rein. Hier unten zum Glück nichts. Hier oben kann Christopher mit einem Inside rein. Und hier kann, ja, keine Ahnung, wer hat denn eine Waffe, die wir noch schnell wieder herstellen können. Anthony kann da wieder rein. Ich glaube, wir haben alle abgedeckt, oder? Sieht gut aus. Warum ist Pansy gestorben? Wie ist das denn passiert? Warum hatte Pansy einen Instinkt von Level 4? Wann ist das passiert? Das ist schon ein bisschen doof. Aber wir machen erstmal weiter. Wir haben genug Lore-Points, um das auszugleichen. Wir müssen jetzt erstmal den Mörder ausbrechen lassen. Der Vorteil ist, jetzt müssen wir nur noch 2 Leute töten, weil, ja, Pansy hat gerade den Rest erledigt. Aber meint, eigentlich hätten wir den Mörder gar nicht ausbrechen lassen müssen. Weil da werden gerade welche hingeschleppt. Dann Training Team. Schnappt euch die mal. Und kann sich mal irgendwer um Gamma kümmern hier? Haben wir ansonsten noch welche, die gerade am Durchdrehen sind? Scheinbar nicht. Sehr gut. Doch, da oben. Och Leute, lasst das doch mal bitte sein. So, hier unten können wir jetzt noch die letzten beiden Dinger freischalten. Und im Endeffekt, Instinct ist sogar low, interessanterweise. Insight oder Repression muss man hier machen. Jetzt haben wir auch ein bisschen mehr Workspeed da. Ja, I don't know. Schnappt euch einfach mal die, die viele Punkte geben, wo ihr eventuell auch noch ein bisschen levelt. Und dann kommen gleich die Obelisken. Punishing Bird ist schon wieder abgehauen. Soll uns aber nicht zu sehr jucken. Schicke Isabel nochmal mit dem Attachment zum Big Bird, damit da eventuell der Cleavers-Counter nochmal hochgetrieben werden kann. Und dann müssen wir die Leute hier aus den Haupträumen fernhalten. Dann... Wen schicken wir wo rein? Vielleicht einfach mal mit einem Attachment oder mit einer Repression hier irgendwen. Ja, ist eigentlich egal, wer das macht. Irgendwer geht da rein. So, das wird jetzt mindestens 3 Leute getötet haben. Den Punishing Bird zu urteilen sind sogar 10. Und danach kommt direkt Dusk. Das ist Orange Dusk. Das ist nicht so schlimm. Damit wissen wir ja immerhin umzugehen. Aber trotzdem... Wir sollten mal langsam unsere Punkte zusammenbekommen. Information Team, schnappt euch das vom Safety Team. Safety Team, das vom Information Team. Ja, hier unten ist nur einer. Das könnt ihr eigentlich selber erledigen. Aber ich glaube, das Information Team geht dann doch lieber auf das von Training Team. Das Training Team schnappt sich das vom Control Team. Und das Control Team schnappt sich das vom Safety Team. Sehr schön.
Gut, dann könnt ihr alle wieder zurück in eure Gebiete. Und wenn wir uns dann um Dusk kümmern, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt zu Dusk kommen, ehrlich gesagt. Wir schicken auf jeden Fall Frank nochmal zum Magical Girl rein, dass wir da was herausfinden. Asuka kann zu ihrer Letizia. Hier kann Julian nochmal rein. Und hier oben kann Christopher nochmal rein. Schön wäre es, wenn wir noch 30 Punkte hier unten bekommen würden, aber ich glaube, das ist schwierig. Wir müssen auf jeden Fall nochmal Isabel mit einem Attachment da hochschicken, dass wir den Cleavers-Count auf jeden Fall hochtreiben. Ich weiß nicht, wie viele Clerks wir überhaupt noch haben, aber sicher ist sicher. Warum läuft das denn jetzt auf einmal so schlecht? Aber trotzdem noch ein gutes Ergebnis. Wie viele Punkte brauchen wir denn beim Magical Girl? Das sollte ja wahrscheinlich schon reichen, um alles herauszufinden, ne? Ja, das sieht gut aus. Das heißt, hier brauchen wir nicht nochmal... Ja gut, wir könnten Frank da trotzdem nochmal reinschicken. Weil wir wahrscheinlich auch die Waffe haben wollen, aber das könnten wir... Ja, wir lassen es erstmal. Ich weiß halt nicht, ob ich es riskieren will, Frank hier runter reinzuschicken, aber ich glaube, ein very high Ergebnis hat keiner. Frank, du schaffst das schon. Mach mal ein Insight. 28 Punkte wären schön, aber ich glaube, das, ja, ist zu optimistisch. Ja, jetzt kann er schon nur noch 27 Punkte bekommen. Jetzt nur noch 26. Ja, nee, aber er macht auf jeden Fall ein gutes Ergebnis. Die Frage ist, ob wir das haben wollen, aber da steht ja auch nichts davon in den Guidelines. Das hat doch mehr als 30 Punkte. Ich hätte gedacht, das wären nur 30. Und das war sogar trotzdem nur ein Mediocre-Ergebnis. Oh. Naja. Die Frage ist, wollen wir das überhaupt bekämpfen? Ich weiß nicht, was uns das bringen sollte. Und das führt nur zu anderen Problemen wieder. Wir könnten überlegen, ob wir Frank hier nochmal reinschicken zum Dirigenten. Weil 12 Punkte sollte er schaffen. Ich weiß gerade nicht, bei wie viel der Cleavers Count ist, aber 12 Punkte sollte es schaffen. Und ja, wir machen einfach mal eine Repression. Weil dann können wir nämlich auch noch ein bisschen was über ihn hier herausfinden. Zumindest die letzten Guidelines, die dann sagen werden, aber dadurch kriegen wir ja zumindest ein paar Boni. Ich schicke mal zur Sicherheit lieber noch jemanden, keine Ahnung, hier rüber. Man weiß ja nie. Okay, wir haben 12 Punkte. Und es war sogar ein mediocre Ergebnis, also genau das, was wir haben wollen. Ja gut, dann sagen wir mal Day 23, Workday complete. Proceed to next day. Und wir müssen uns wieder zwei Abnormalities ausruhen können, oder? Yes. The Red Shoes, die wollen wir nicht. Wir haben einmal Many Hands Float in the Bath. They are the hands of the people I once loved. Oder The only advice that can be given is to remain cautious and aware of your surroundings. Das müssen wir sowieso die ganze Zeit, also komm ruhig ins Team. Und Shelter from the 27th of March, Luminous Bracelet oder eine neue benutzbare Abnormality. When the time comes, the train will chuck down the tracks and sound its mighty horn. Ja, komm rein. Story kennen wir ja schon. Ab ins Central Command Team. Und ja, dann schauen wir doch nochmal, was wir hier alles so herausfinden können. Wir müssten alles übers Magical Girl herausfinden. The Queen of Hatred. Ja, eindeutig Magical Girl. Und guckt mal, das war das lila Dreieck. Man hat schon ein Stück von der Waffe gesehen. Ja, wunderbar. Die Rüstung wollen wir auf jeden Fall haben. Und die Waffe wahrscheinlich auch, vor allen Dingen wegen Very Long Range. Das ist sehr gut für alles, was da so abgeht. Wir machen erstmal die Rüstung, weil wir die gerade schon machen können. Ja. Ich glaube, mehr gibt es hier nicht zu sagen. Wir haben jetzt auf jeden Fall noch mehr Success Chance und Work Speed. Sie ist sehr resistant gegen schwarzen Schaden. Und man, ja, dass man sie mit weißem bekämpfen muss, wusste ich ja schon. Und blauen haben sie ja sowieso fast alle. Wie sieht's denn hier bei unserem... Das ist, glaube ich, der Dirigent. Ja, ja. Die letzte Guideline. For each movement, the weakness of T0131 changed. The first movement was pale, while the second movement was black. For the third movement, it was white. And lastly, during the fourth movement, only red-type attacks were effective. When the music reached the climax, T0131 became immune to all forms of attack. Ja, das ist schön, aber
Ich weiß nicht, beim ersten war es Pale. Wir haben nichts, was Pale Damage auf Ranged macht. Das ist ein bisschen doof. Aber wie sieht's denn hier aus? Hier können wir, glaube ich, nichts mehr herausfinden. Nee, hier brauchen wir noch Punkte. Und bei dem, das scheint eine... Weiß nicht, es könnte eine WAW-Level-Abnormality sein. Ja. Und bei dem haben wir auch noch nichts herausgefunden. Und wir müssen es 10-mal benutzen. Okay. Die Queen of Hatred ist tatsächlich auch nur WAW. Ich meine, das hat man auch schon an den Preisen der... ja, Sachen hier gesehen, aber ich hätte sie 100% auf 11 geschätzt. Bei dem Schwierigkeitsgrad, den sie hat. Weil, keine Ahnung, das Concerto zum Beispiel, der Dirigent da, ist, ich meine, klar, man kriegt es nicht kaputt und es saugt die komplette Energie leer. Aber es ist auch nicht schwer, das zu vermeiden. So, da passiert nichts. Ich meine, gut, muss ich halt nochmal von vorne anfangen, aber wenn ich das Ding einfach die ganze Zeit ignoriere, macht das überhaupt nichts. Und da ist auch viel einfacher mit umzugehen, als mit ihr hier. Ich weiß nicht. Haben wir hier eine Pistole verloren? Ja. Das wird Anthony gewesen sein, der hat seine Waffe verloren, aber naja. Aber wir machen hier auch erstmal wieder Pause. Wir müssen auf jeden Fall neue Employees anheuern. Ich weiß nicht, was mit Pansy war. Ich weiß nicht, warum die auf einmal Level 4 Instinct war. Ich weiß nicht, wo ich sie reingeschickt haben könnte, dass sie in Instinct gelevelt hat. Ich weiß es wirklich nicht, weil die wird nichts anderes hier gemacht haben. Die war die ganze Zeit nur im Safety-Team. Warum sollte sie gelevelt haben? Aus welchem Grund? Aber egal. Lässt sich nicht mehr vermeiden. Dafür haben wir halt sehr viel über diese LF-Abnormalities. Also ich gehe davon aus, dass sie LF sind aufgrund der Kosten, weil daran kann man das meistens auch sagen. Dafür haben wir halt einiges über die hier herausgefunden, was auch sehr wichtig ist. Gut. Ja, aber hier machen wir auch erstmal wieder Pause. Ja, und damit bedanke ich mich wie immer fürs Reinschalten. Wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet, einen wunderschönen Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal bei Lobotomy Corporation. Bis dahin, bye bye.